Mal sehen. Ist da hinten noch irgendwas? So, wir haben hier einen Raum. Und deswegen wird hier auch zugemacht. Gib mir diese beiden Dinge. Ich glaube, wenn ich das hier nehme. Ja. Das ist ja zum Glück noch das Gute. Man kann in der Regel erahnen, wann ein Gegner kommt und wann nicht. Meinem Typ geht's nicht mehr so gut. Okay. Scheint weg zu sein. Mal hier kurz bleiben im Licht, dann geht's ihm wieder gut. So. Und was alle, die ein bisschen schreckhafter sind, erstmal fett gar nicht leiden können, es geht weiter runter. Das Gute ist, hier hat man genügend Möglichkeiten, sich zu verkriechen. Was doch ein großer Pluspunkt ist, finde ich. Tür zu ist immer wichtig. Hey, mir krabbelt da was um Kopf, im Gesicht rum. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Naja, dieser Agrippa. Ich glaube, hier ist sonst nichts weiteres drin. Also geht es wieder nach draußen. Und sich immer solche Türen zur Not offen halten. Man weiß nie, wann man es braucht. Sonderbüchse. Okay, ich glaube, das war's hier. Hier hat man mehr oder weniger noch ein bisschen Nachschub bekommen. Ist schon etwas Licht. Okay. Ich weiß ja nicht wieso, aber irgendwie traue ich dem Spiel einfach in keiner Weise, wenn nun mal ein relevanter Gegenstand irgendwo ist. Ich baue mir jetzt hier, glaube ich, erstmal so eine Art kleinen Verkriechwall, wo ich eventuell
zur Not. Ich weiß ja nicht, ob was passiert. Ich hab echt keine Ahnung. Ich mache solche Sachen dann wirklich zur Sicherheit. So. Ah, ich brauche für den Buch, glaube ich, noch Teile. Oder könnte man das so? Nee. Okay, ich Teil eines Bohrers. Genau, man braucht drei Teile, genau. Ah, nee, die lasse ich mir lieber offen. So ein bisschen mindestens. Erstmal kein Risiko eingehen. Aber scheint ja nichts zu sein. Okay, dem geht's gar nicht mehr so gut. Ist wahrscheinlich plumpst er auch demnächst mal um. Schon mal, aber naja. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Jetzt habe ich den ganzen Bohrer. Ich werde wirklich nur ganz vorsichtig rausspickeln. Los, das Ventil ist zugerostet. Teilweise gefüllter Topf. Und in diesem Spiel traut man keinem einzigen Geräusch. Alles. Und wirklich alles. Ist in dem Spiel gegen einen. Das Einzige, das nicht gegen einen ist, ist man selber. Das Ventil hier ist genauso zugerostet. Also. Was, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Hier. Leichte Kopfschmerzen und eine hochexplosive Mischung. Agrippas Explosivstoff. Wir haben ihn. Damit es dem armen Daniel mal wieder ein bisschen besser geht. Okay. Nicht zu dicht an der Explosion. Oh ja. Okay, das macht man jetzt, indem man hier einen Stein dagegen wirft. Und jetzt heißt es rennen. Und
denn so eine Explosion wird nicht einfach so ignoriert. Und ich glaube, da kommt bestimmt was. Aber bis jetzt, also noch ist ruhig. Trotzdem. Man darf hier nichts unterschätzen. Das war hier eine fucking Explosion. Das hat wahrscheinlich das ganze Schloss gehört. Hier. Ich habe hier meinen persönlichen Anti-Gegner-Schutzwall, welcher mich vor jeglichen Gefahren schützt. Der ist patentiert und TÜV geprüft und alles. Okay, mal sehen. Wunderbar. Mal gucken, einige Schnittwunden und blaue Flecken. Ist das eigentlich überhaupt so, wie es dem geht? Ich meine, ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich gar nicht. Nur das Laudern um mich beiden wird auch für nichts anderes benutzt. Why are you doing this? Get away from me! Ein extrem kurzes Flashback. Gerade in solchen Gängen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Sehr schön. Mal gucken. Ich glaube, hier sollte ich mir eventuell auch ein kleines Versteck herrichten. Gut, hier müsste ich eigentlich noch relativ schnell reinkommen. Sehen. So, jetzt spielen wir hier ein bisschen Minecraft. Nein, 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 das ist nicht umwerfen. So, in etwa. Eieiei, dem Typ geht's echt nicht mehr gut. Vergammeltes Brot. Versteck ist awesome. Man fühlt sich gleich viel sicherer dahinter. Und zur Not habe ich hier immer noch Schweine aus abgehangene Schweine. Die schützen mich vor allem. Gut. Tür offen halten. Das Gute ist, hier an diesen Raum erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich daran, diese Tür auf keinen Fall öffnen. Das Einzige, was da ist, ist ein Gegner. Der dann da einfach ist. Sich so angehört, als hätte man ihr so etwas Leckeres zum Essen gekocht, dass sie echt sprachlos geworden ist von... Ich gehe am besten schon mal hier rein, weil ich glaube, hier kommt was. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager.
Hey, eine Zunderbüchse. Was will mich hier hinten fangen? Ich bin unantastbar. Ich bin ja nicht sicher.